Es ist bereits im Vorfeld angesprochen worden, ich tue das immer ein bisschen plastischer beschreiben. Im alten Rom wurde der Mensch im Durchschnitt 18 Jahre alt. Es gab auch ältere Römer, wir haben gerade über solche gesprochen, die haben ein Latein lernen müssen, aber sie waren selten, weil gewisse Dinge halt dazu geführt haben, hohe Kindersterblichkeit, ein eitriger Zahn war ein Todesurteil. Im Mittelalter wurde der Mensch 35. Noch vor 100 Jahren wurde der Mensch hier in diesen Breiten so vielleicht um die 60 im Durchschnitt. Und wenn wir jetzt reden, Herr Professor Cerassi und ich hier draußen am Podium, und es kommt ein Kind im Salzkammergut zur Welt, hat es eine 1:1 Wahrscheinlichkeit, 100 Jahre alt zu werden. Jeder zweite Mensch, der jetzt im Salzkammergut heute Abend geboren wird, wird einmal 100 Kerzen auf seiner Torte ausblasen. Womit wir uns beschäftigen wollen, ist, was hat das für Konsequenzen? Ich habe schon auch auf die Frage, die mir heute sozusagen von den Interviewern gestellt worden ist, was glaube ich denn, was hat das für Konsequenzen gesagt? Das wird aber dann nicht gebracht, damit Sie sehen, wie ernst der Tag war. Ich habe gesagt, das Problem ist ja nicht, dass diese Menschen so alt werden, sondern das Problem ist, dass die, und ich habe heute einen sehr prominenten, aber noch ganz jungen Präsidenten der Oberösterreichischen Industriellen Vereinigung mir erzählen gehört, dass er jetzt gerade zum Windsurfen begonnen hat. Das ist gut. Aber damit muss man umgehen, dass 70-Jährige Snowboard fahren lernen wollen und nicht, dass ich gesagt habe, Klaus, dass du so alt bist, um Gottes Willen, ja, weit entfernt. Und 80-Jährige, ich weiß nicht, einmal ordentlich auf Reisen gehen wollen und 90-Jährige als Jungunternehmer vorhaben, eine Firma zu gründen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist das neue Alt. Mit dem müssen wir uns auseinandersetzen und ich habe es auch schon gesagt, es gibt da ein zweites Phänomen, das uns heute und seit gestern und morgen auch noch beschäftigen wird. Und das ist, gleichzeitig aber sind jetzt die Menschen chronologisch älter, biologisch topfit. Und das Wissen, mit dem sie im Alltag umzugehen haben, verändert sich enorm. Ich habe da aufgeschrieben, dass wir etwa davon ausgehen können, dass wir ungefähr jede Minute zurzeit eine neue chemische Formel und auf die chemische Formel, über die wir noch sprechen werden, heute hat man ja lange Zeit warten müssen. Jetzt rechnen wir mit jeder Minute mit einer neuen chemischen Formel, alle 3 Minuten mit einer neuen physikalischen Aufklärung eines Zusammenhangs und alle 5 Minuten mit einer neuen medizinischen Erkenntnis. Im 18. Jahrhundert hat es 100 Jahre gedauert, um das Wissen, das die Menschen hatten, zu verdoppeln. Heute sagen wir, es dauert 2 Jahre, um das Wissen, das wir haben, zu verdoppeln. Das heißt, die Zunahme an Veränderung und Wissen ist exponentiell. Wir können nicht sagen, wenn wir, wir als Academia Superior ein Institut für Zukunftsforschung sind, machen wir nichts anderes, als schauen wir, was ist auf der Welt vor 20 Jahren passiert, nehmen wir das, klappen wir es um, in 20 Jahren, dann wissen wir, was auf uns zukommt. Die Veränderung ist so exponentiell, dass wir nicht wissen, was da kommt. Ich erzähle da immer eine Geschichte, ich bin einmal aus Irland von einem Kongress zurückgekommen, und war doch eine Zeit lang weg und als ich im Haus angekommen bin, bei mir zu Hause, ist unsere damals 14-jährige Tochter im Vorzimmer gestanden und ich habe mir gedacht, gut, die wird mir jetzt um den Hals fallen, weil ich war ja doch eine Zeit nicht da, aber sie konnte gerade nicht, weil sie war am Handy und hat telefoniert. Und ein durchaus, glaube ich, berechtigter Poster Papa hat so irgendwie leicht echauffiert seiner Tochter entgegengerufen, Anna, weißt du eigentlich, dass es ein Leben vor dem Handy gab? Und meine Tochter hat gesagt, Papa, kurz das Handy weggehalten, weil offensichtlich musste da was geklärt werden. Papa, ich weiß, es gab eine Zeit vor dem Handy, aber Leben war das sicher keines. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Neue neu sind Dinge, die wir neu entwickeln, von denen wir glauben, dass sie auch Bestand haben werden. Beim neuen Alt ist es so, dass wir sagen, es wird Dinge geben, die hypen, heute in der Gegenwart, die werden uns morgen nicht mehr interessieren, weil sich herausstellt, dass sie nicht Bestand haben können und sollen. Das Alte, Neue sind Dinge, und das ist hochinteressant, die wir wiederentdecken werden. Dinge, wo wir sagen, das haben wir schon einmal verwendet. Das sind wissenschaftliche Erkenntnisse, politische Strategien, wo wir sagen, na eigentlich, das haben wir schon begraben, aber über das sollten wir wieder nachdenken. Und das Alte, Alt sind Dinge, die hat es früher gegeben und die lösen sich komplett in Luft auf. Ich kann Ihnen aus meinem Bereich erzählen, von der genetisch bedingten Gehörlosigkeit, die wir diagnostizieren, dass es so ist, dass man heute mit der modernen Technik der Medizin und der Operation 99,2% aller Kinder,
die ohne Hören zur Welt kommt, so operieren kann und ein Cochlea-Implantat einsetzen kann, dass sie normal hören. Das führt gerade dazu, dass wir rechnen, dass in einem gewissen Zeitraum jetzt die Gehörlosensprache auf dieser Welt verschwinden wird. Weil es eine Symptomatik ist, die wahrscheinlich unsere Kindeskinder nicht mehr kennen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden heute plaudern. Wir werden uns über verschiedene Dinge unterhalten und ich darf noch ein bisschen nachsetzen, Ihnen zu erzählen, wer heute mit mir hier heroben sitzt. Karl Czarassy ist in Wien geboren. Er hat aber die ersten Jahre dann in Sofia verbracht, weil sein Vater aus Bulgarien stammt. Und nach der Trennung seiner Eltern ist er wieder nach Wien zurückgekehrt. Dann war der Anschluss und die jüdische Familie Czarassy hat sich sofort Gedanken gemacht, wie kann man fliehen. Die Eltern haben wieder geheiratet und Karl Czarassy ist als junger Mann, als Teenager, einmal zuerst wieder nach Bulgarien und später mit seiner Mutter in die Vereinigten Staaten von Amerika ausgewandert. Er ist also ein Europäer, er ist eigentlich ein Wiener, der in diese neue Welt ausgewandert ist, um dort aus meiner Sicht eine der unglaublichsten Dinge zu machen, nämlich das erste Mal künstlich ein Gestagen herzustellen, das wir dann alle kennengelernt haben, als eine chemische Methode der Verhütung. Ich habe im Vorfeld auch zu diesem sehr spannenden Wochenende mit Leuten gesprochen und die haben gesagt, Karl Czarassy, unglaublich, niemand versteht, wieso der immer noch nicht den Nobelpreis hat, aber der schaut eh noch aus wie 20, der kriegt den Nobelpreis eh bald. Kein Problem, aber die Menschen haben eigentlich immer erzählt, weißt du, eigentlich hat ja der Czarassy die Welt ja ganz anders verändert. Weil stell dir mal vor, was die Emanzipation gewesen wäre, hätte es nicht diese chemische Art der Verhütung gegeben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mir gegenüber sitzt ein Mann und ich weiß, wovon ich rede, der über 1200 Veröffentlichungen in seinem Leben veröffentlicht hat. Der nächste runde Geburtstag ist 90 Jahre. Er ist noch entfernt, aber der nächste runde Geburtstag ist 90 Jahre. Das ist auch nichts anderes als eine Personifikation des neuen Alt. Wenn man in Stanford Student ist, kann man in die Vorlesung von Karl Czarassy gehen. Jetzt will ich einen Applaus. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie glauben, ich könnte da nichts mehr drauflegen, ich könnte noch eine Stunde drauflegen, eines lege ich noch drauf. Gestern ist sein aktuelles Buch erschienen und es ist kein Wissenschaftsbuch, es heißt Tagebuch des Grolls, ist im Heimann Verlag erschienen und wir können uns vielleicht dann noch ein bisschen darüber unterhalten, worum es da geht. Karl Czarassy, seine Theaterstücke werden auf der ganzen Welt aufgeführt, er schreibt Romane, er schreibt Theaterstücke, weil der Mann einfach zu viel Zeit hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nun aber genug von mir. Lieber Herr Professor Czarassy, fangen wir vielleicht einmal so an. Ich möchte ganz schnell dann zu ein paar provokativen Thesen kommen, die wir heute auch von Ihnen gehört haben, die ich auch schon kenne. Aber fangen wir mal vielleicht mit dem an. Jetzt kann ich sagen, Sie überblicken einen langen Zeitraum auf dieser Welt und in der Wissenschaft. Was würden Sie sagen, war, wenn man mal so Surprise betrachtet, in den letzten Jahrzehnten, das, wo Sie sagen würden, unglaublich, damit habe ich nie auf diesem Planeten gerechnet. Dass meiner Meinung nach mehr und mehr Leute, insbesondere Frauen in der Zukunft, Frauen, die keine Fruchtbarkeit Probleme haben, trotzdem die assistierte Reproduktion Medizin gebrauchen werden. Das heißt, anstatt ein Kind im Bett zu haben, werden sie es unter dem Mikroskop erst einmal kriegen. Das klingt natürlich fürchterlich. Frauen denken, Frauen, auch Ehepaare oder Paare, denken, das ist arg. Das kann man wunderschön und billig im Bett machen. Warum sollen wir das durch IVF machen? Und ich glaube, das ist eine Diskussion, die wir später auch haben werden, weil sich die Welt sehr geändert hat. Insbesondere auch in Österreich. Nicht durchschnittlich hat man ungefähr 1,5 Kinder in Österreich jetzt. Also diese Leute haben ja hunderte Male in ihrem Leben Geschlechtsverkehr und nur 1,5 Mal werden sie ein Kind produzieren, durchschnittlich. Also die Trennung zwischen Sex und Reproduktion ist schon total. Wenn man das gewöhnlich Leuten erwähnt, sind sie entsetzt.
und sagen, das ist ja fürchterlich, was passiert denn mit der normalen nuklearen Familie? Meiner Meinung nach ist es Unsinn. Aber ich glaube, wir haben nicht Zeit darüber zu sprechen. Das können wir, das können wir gleich aufgreifen, weil wir haben heute eine, ich kenne die These ja schon, aber ich bitte Sie gleich mal, das aufzugreifen, weil damit die Menschen hier im Saal sehen, was wir auch noch darüber zu diskutieren haben, wenn es um das neue Alt geht. Die These mit, es wird sich in folgende Richtung wahrscheinlich entwickeln, dass Frauen in jungen Jahren ihre Eizellen einfrieren lassen werden und ihre Karriere, ihren Beruf, ihre Familienplanung in Ruhe angehen und erst wenn es soweit ist, darauf zurückgreifen werden. Können Sie das einmal ein bisschen für das Publikum, eine unglaublich spannende These? Ja gut, das ist total, ich kann nur sagen, ja. Aber wenn man das schon tut, und das ist ein sehr guter Grund, warum, nicht, ich spreche natürlich nicht über alle Länder, nicht über alle Frauen, auch in diesem Land hier, ich spreche am Anfang hauptsächlich über Frauen, die jetzt nicht nur arbeiten, das sind schon die Mehrzahl der Frauen, sondern in Gebieten jetzt arbeiten, die total männlich dominiert waren und von denen sie eigentlich total ausgeschlossen waren und jetzt schon wirklich da dabei arbeiten können. Und nicht nur in Niveaus als Assistentinnen oder Sekretärinnen, sondern als Chefinnen, als Dekanen, Dekanerinnen oder wie man die nennt, oder Rektorinnen, also Personen, die eine Macht haben, die natürlich eine Karriere haben, die viel länger dauert und die das Kinder haben zu einer Zeit verschieben, wo es von meinem biologischen Standpunkt nicht mehr gut ist. Nicht biologisch, biologisch, nicht anders. Wäre natürlich viel besser, wenn Frauen erst Kinder haben und dann in die Universität gehen. Das ist aber natürlich nicht möglich, gesellschaftlich, in diesem Land oder überhaupt in der Welt. Also wenn Sie das Kinder haben auf die 30er Jahre verschieben, die Mittel-30er Jahre und die späten 30er Jahre, gibt es schon allerlei Komplikationen. Und wie Markus schon total richtig gesagt hat, weil Frauen beim Alter von 35 haben schon 90% ihrer Eier verloren und die 10 oder 5%, die sie noch haben, werden sehr schnell älter und haben dann allerlei Komplikationen dabei, die natürlich man bei seinem Institut sehr bearbeitet. Also wenn eine Frau genau das tun, was sie jetzt gesagt hat, nämlich zur Versicherung, nicht ganz sicher, dass sie gebrauchen werden, aber zur Versicherung im Alter von, sagen wir, 22 oder 24, eine super Ovulation machen und ungefähr 10, 12, 20 Eier in die Bank stellen und hoffentlich nicht in eine Bank, sondern in ein paar Banken. So, wenn eine Pleite geht, haben sie noch immer Eier in einer anderen Bank und dann, wenn sie das Kind haben wollen, wenn sie bereit sind, das Kind zu haben, mit dem richtigen Partner, sogar ohne den Partner, dann haben sie das Kind und das ist ein erwünschtes Kind, nicht ein unerwünschtes. Frage von Abtreibung gibt es überhaupt nicht mehr. Das ist natürlich eine Richtung, in der wir gehen. Aber es ist noch etwas anderes Interessantes, wenn man das schon tut. Natürlich können wir dasselbe mit Spermien machen, wissen wir sowieso. Dann brauchen wir überhaupt keine Verhütung mehr. Weil wenn eine Frau das wirklich tut und ihr Eier einfriert und in die Bank stellt, kann sich natürlich sterilisieren lassen und überhaupt keine Verhütung mehr brauchen. Das klingt hier, in diesem Land, wieder arg. Ich muss Sie aber erinnern, dass gewisse Länder auf der Welt sind, wo die Sterilisierung die populärste oder weit gebrauchte Methode der Geburtskontrolle ist. In China über 50% der verheirateten Ehepaare, eine von den Männern, der Mann oder die Frau, mehr Frauen als Männer, sterilisiert sind. In Amerika ist es 33%. Also mehr Leute gebrauchen die Sterilisierung der verheirateten Leute in den Staaten als die Pille zum Beispiel. Das sind aber alle schon Eltern. Das sind alle schon Leute, die Kinder gehabt haben und keine Kinder mehr weiter haben wollen, weil es natürlich keine Möglichkeit gegeben hat, vorher ihre Gameten, also die Eier und die Spermien, in die Bank zu stellen, einzufrieren. Wenn man das jetzt aber tun kann, dann ist es ganz klar, dass in gewissen Ländern und am Ende auch in Europa und am Ende auch in Österreich Leute daran denken, warum brauche ich dann überhaupt Verhütung? Das ist eine private Sache, die sie sowieso machen können, ob sie ein Gesetz haben oder nicht. Wenn das global sein würde, dann haben sie natürlich recht. Das ist aber nicht einmal nicht nur global, nicht einmal in Europa sind sie die Minorität. Die Gründe, warum man das hier nicht tut, verstehe ich. Die emotionalen Gründe, sowohl in Deutschland wie in Österreich, die ganze Nazi-Geschichte, die Rassenpolitik, die eugenische
Sachen, die damals versucht haben, das verstehe ich alles. Aber die Konsequenzen sind nicht mehr logisch. Und das ist eines der Probleme, das wird sich aber auch hier auch ändern. Ich bin nicht sicher, ob ich jetzt ein Wiener Amerikaner oder ein amerikanischer Wiener bin. Aber ich muss sagen, ich bin dem Land Amerika unglaublich dankbar, dass ich dort angenommen wurde, wie ich hier rausgeschmissen wurde. Ich habe wirklich mein ganzes professionelles Leben dort verbracht. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch kritisch sein kann, genauso wie ich, wenn man also nicht meine Rückkehr, aber teilweise Rückkehr nach Wien, auch kritisch über Österreich sein kann, obwohl es sich jetzt auch schon geändert hat. Das ist ein ideales Bild, das er beschrieben hat. Aber wenn Sie daran denken, von den zwei Sachen, die er gesagt hat, Recht, eine Waffe zu tragen und die Trennung zwischen der Religion, der Kirche, der Religion und dem Staat. Das ist ein Ideal, das wir nicht mehr in Amerika haben oder missbrauchen. Amerika ist momentan das fundamentalistische Land im Westen und wird ärger und ärger. Und politisch sind wir momentan, wir müssen ja die Zeitungen lesen, in einer politischen Situation, die es noch nie vorher in Amerika gegeben hat. Und die wohl, würde ich sagen, die Gründer von Amerika im 18. Jahrhundert würden nicht glauben, dass diese Demokratie jetzt so funktioniert oder nicht funktioniert, wie sie jetzt bei unserer Wahl zum Beispiel nicht funktioniert. Und die Sache, das Recht, eine Waffe zu tragen, ist nicht dasselbe, eine Waffe auch ununterbrochen zu gebrauchen, in einer Art und Weise, wo es in keinem westlichen Land gibt. Wir haben mehr Leute in Gefängnissen, wir töten mehr Leute, ob es in Gefängnissen sind oder ob es insbesondere in der Gesellschaft ist. Also es gibt allerlei Sachen in die Art und Weise, in der ich nicht gehen würde. Jetzt möchte ich aber auch zum Thema von Immigration sehen. Das ist überhaupt keine Frage, dass wirklich das Produktive und Schöne und Interessante und Dynamische von Amerika eigentlich die Immigration war und teilweise noch ist. Aber viele Amerikaner, die ganz vergessen, dass sie alle Kinder von Immigranten sind, außer die Indianer. Nicht? Denn wenn alle Kinder von Immigranten mehr und mehr xenophobisch werden und es gibt Millionen von Amerikanern, die jetzt total gegen Immigration sind und an die neuen Immigranten schauen, wie eigentlich nur alte Europäer das hier und da tun, die eine lange Geschichte haben, die haben wir ja gar nicht in den Staaten. Und ich glaube, die Vorteile der Immigration, die es immer in Amerika gegeben hat, geht jetzt teilweise herunter. Es stimmt genau, was er gesagt hat über Entrepreneurship und auch die teilweise innovative und auch brutale kapitalistische Richtung, in der wir gehen. Aber wir haben heute, und jetzt komme ich auf das heutige Thema, über die demografische Situation in Österreich gesprochen. Also es ist eigentlich dieselbe Situation wie im Rest von Europa, ist aber insbesondere, sprechen wir jetzt über Österreich, durchschnittlich 1,5 Kinder pro Familie. Also das kann man demografisch nicht, kann man sich das nicht leisten. Man braucht 2,1 Kinder, um sich nur zu reproduzieren, nur auf demselben Niveau demografisch zu bleiben. Also von dem Standpunkt aus sollte Österreich natürlich runtergehen und eigentlich eine Art von National-Selbstmord begehen, dass sie sowieso von dem Standpunkt aus tun. Und gewisse politische, xenophobische Gruppen in Österreich vergessen das total. Die glauben, das ist eine Insel, die total isoliert hier lebt, vergessen total, dass sie nicht genug Österreicher von Österreichern, was immer das bedeutet, produzieren und dass sie älter und älter werden. Also es wird ein Land werden, das erste Land, wo es passieren wird, natürlich Japan sein, das total xenophobisch ist und in 2050 schon fast 40% der Leute vom Alter von 65 haben sein werden. Also wie kann man überhaupt so eine Gesellschaft haben? Der Grund, warum das nicht in Österreich momentan passiert und auch nicht passieren wird, ist natürlich die Immigration, die ihnen offiziell nicht gefällt. Die schimpfen über die Immigration in Österreich oder auch in Deutschland, aber sprechen wir Österreich, aber demografisch das Land rettet. Und anstatt, ich habe heute das Beispiel von Bulgarien gegeben, Bulgarien ist ungefähr dieselbe Größe wie Österreich, 1,4 Kinder pro Familie, 17% der Leute sind über 65 in Österreich und Bulgarien. Der einzige Unterschied ist, dass Österreich im Jahr 2050 anstatt 8,3, 8,6 oder 8,8 Millionen Leute haben werden, während Bulgarien 5,5 haben wird. Also 35% Erniedrigung. Warum? Die leben
die Bedingungen sind total demografisch dieselben, aber Bulgarien und Österreich sind beide EU-Leute, aber in Bulgarien niemand will immigrieren nach Bulgarien, die Bulgaren, gewisse wollen emigrieren. Das ist nicht der Fall hier. Und ich glaube, eine intelligente Immigrationspolitik muss man hier haben. Die hat man momentan nicht. Das ist nur eine ad hoc oder illegale und die so mehr oder weniger demografisch eine Lösung darstellt, aber natürlich nicht kulturell und von anderen gesellschaftlichen Standpunkten, an die man auch denken muss. Und ich gebe als endliches Beispiel, dass in Amerika das Interessante momentan, insbesondere in meinem Gebiet der Naturwissenschaften, die Immigration von Asien in den letzten 30 Jahren oder 25 Jahren einen unglaublichen positiven Effekt gehabt hat, den es überhaupt nicht, sagen wir in Österreich oder Deutschland, gibt. Es gibt natürlich hier und da schon asiatische Immigranten, aber sehr wenige. Ich gebe das Beispiel in Stanford oder University of California, zwei Elite-Universitäten, über 30%, fast 40% aller Studenten jetzt sind asiatisch. Wie ich als Professor vor 50 Jahren in Stanford angefangen habe, waren es wahrscheinlich 2 oder 3%. Was ich bei Asien gemeint habe, muss ich gleich sagen, ist nur eine Beschreibung, dass Immigranten, es spielt keine Rolle, von wo sie kommen, ob es von China, die Nazi-Immigranten zur Zeit des Weltkriegs, jetzt sagen wir von Polen, die haben eine ganz, die kommen zu einer neuen Heimat, da müssen sie sich beweisen, sie müssen selbstständig sich irgendwo hinbringen und die meisten glauben, sie können das nur tun, indem sie besser sind als der Durchschnitt der Leute, die sie treffen. Und das ist gewöhnlich, dass man nicht nur mehr arbeitet, sondern auch mehr studiert und es ist deshalb nicht komisch, die Rolle, die momentan diese Welle von asiatischen Immigranten, das wird nur eine gewisse Zeit dauern, war genauso wie die Welle der hauptsächlich jüdischen, aber nicht nur jüdischen, zentraleuropäischen Immigranten zur Zeit der Hitlerzeit und die anderen Immigranten, sagen wir um 1900 herum, die von teilweise auch Osteuropa nach oder Italien nach Amerika gekommen sind. Und ich glaube, das ist teilweise, könnte man eine genetische Erklärung geben, nämlich dass die Habsburger, das ist natürlich bewiesen, ich spreche insbesondere über die spanischen Habsburger, die am Ende gestorben sind. Nicht, wenn man ununterbrochen nur mit sich selbst reproduziert, ist das genetisch ein Desaster. Und in den Standpunkt, als neue Leute hereinzubringen, die Ambition haben, nicht nur als Gastarbeiter in das Land zu kommen, dann wieder zurückzukehren, sondern kommen, weil sie eine neue Zukunft dort wirklich gründen wollen oder müssen, kommt drauf an. Das ist gewöhnlich, das ist meiner Meinung nach der Riesenvorteil einer Immigrationspolitik. Aber bis vor kurzem, und ich spreche wieder international, nicht nur über Österreich oder Amerika, war das eine mehr oder weniger ad hoc Immigration, teilweise in gewissen Ländern natürlich jetzt illegal, insbesondere sagen die wirklich armen Flüchtlinge, Millionen von denen, sagen von Afrika, von gewissen Ländern, wo es Riesenprobleme gibt und die einfach illegal hierher kommen müssen und noch nicht die Ausbildung haben und gewöhnlich nicht einmal die Möglichkeiten haben, in dem Land überhaupt weiterzugehen und deshalb immer als arme Leute arbeiten. Aber ich spreche über eine andere Immigration und ich glaube, die kann man insbesondere in einem kleinen Land wie Österreich machen. Wie du da gesprochen hast über diese Geschichte von dieser Person, die gesagt hat, die schauen alle ähnlich aus. Wir schauen überhaupt gar nicht ähnlich hier aus. Ich muss sagen, wie ich hierher komme. Aber es ist ein Nachteil hier, sie sprechen nicht Englisch hier. Ich habe gedacht, das würden sie sagen. Wenn sie nur Englisch sprechen würde, dann würde es eine Massenimmigration hierher geben. Aber ich glaube, das wird sich teilweise ändern und es wird meiner Meinung nach nicht nur demografisch wichtig sein, sondern ökonomisch und teilweise auch gesellschaftlich. Und ich möchte mir nur ein Ende ändern, das hat mich sehr beeindruckt. Ich bin vor ein paar Jahren, hat man mich in die Volksschule eingeladen, wo ich vor 100 Jahren dort war, also wie ich mit 6 Jahren angefangen habe und habe die erste Klasse, die 6-Jährigen, vor ein paar Jahren dort gesehen
Also, das war das letzte Mal, oder das erste Mal, es kommt immer, dass ich wieder mit 6-Jährigen da in einer Klasse gesessen bin. Es waren ungefähr 20 Studenten, Schüler, und die haben mir Happy Birthday gesagt. Das sollte, die haben das so trainiert, haben den Kuchen dort gehabt und so weiter. Und die Lehrerin hat gesagt, bitte, jeder von Ihnen steht auf und senkt, wünscht also Happy Birthday an den Herrn Rasse in deiner eigenen Sprache. Da waren 13 Sprachen in dieser Klasse, 13. Und von den anderen 7 oder so waren, glaube ich, nur 5, dessen Muttersprache Deutsch war, die aber nicht alle in Wien geboren sind. Und das war für mich eigentlich, muss ich sagen, sehr beeindruckend und positiv beeindruckend. Ich sage vom Standpunkt der Qualität des Lebens, nicht in vielen so Service sagt man, Wien ist Nummer 1, nicht die anderen sind vielleicht Zürich, ja, und Vancouver, ja, ja, und so weiter. Also vom Standpunkt einer Immigration von Leuten, die wirklich schon höhere Ansprüche haben und so weiter, könnte ja Österreich oder Wien oder sagen wir Wien, Graz, Innsbruck, aber insbesondere Wien, ein unglaublich guter Fokus sein, herzukommen. Man muss das aber erleichtern und man muss die Vorteile davon sehen und die Vorteile dann so sehen, dass man doch am Ende sich verführt, nicht nur hierher zu kommen, sondern viele von ihnen auch hier zu bleiben. Ich glaube, das ist von einem gewissen Standpunkt etwas sehr Wichtiges in Österreich und relativ leicht zu machen im Vergleich zu anderen Ländern, wo es sehr schwer ist, jemandem zu sagen, es ist attraktiv, hierher zu kommen. Also da soll man sich wieder besser verkaufen.